What's that? Kill as many Nazis as I can? No, I said... Can't hear you, Kessler. Lots of static.
Nazi-liebende Dreckskerl. Du sollst verrotten wie der Rest dieser gottverlassene Stadt! Herr Schmitz, the baker shop. Die Narzissen singen in Moonshine. Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Bloody hell. Where's your shirt, you handsome sod? Pippa, your agent too. It's Nurse Inga now. Rest your feet for a moment. Have some tea and biscuits. So this is where they transferred you? Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristols. Clumsy twit. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Do leave your guns. The tavern staff don't carry firearms. I'll keep them safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these Bergs like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. These hinges are rusted. Come help me with this, Blasco. The tunnel is a 9.4-meter swim to the well in the tavern's backyard. Return to me once you've obtained Helga's folder. And don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Hope them hinges don't rust till I get back. Thank you.
Husky. Earned my first dollar there. Spent it all on rock candy. Sweet, sweet candy. I should put on an apron. Look the part. Oberführer von Schaps ist hier. Hören Sie gut zu, Strahl. So spricht man das aus. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal. Jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen, Helga. Bringen Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Bevor Sie gehen, Huber, müssen Sie meinen Wein probieren. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und Schmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear, incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy! Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz! Oh. Kommen, Frau Obersturmbannführer von Schaff. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Oh, erschießen Sie ihn!
passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? Kessler, come in. You read? Fucking gadgets. Thank you.
hear me? Kessler, listen. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? Hello.